Hallöche Popierchen, und da sind wir wieder. Eigentlich war ich gerade mittendrin so dabei, alles das vorzubereiten, bevor ich die nächste Folge starten wollte, aber jetzt habe ich gerade mit Dings geredet, mit Sassner Lin. Plötzlich kommt eine Zwischensequenz. Deswegen habe ich jetzt doch einfach mal gleich schon mal gestartet. Nur kurz richtig hinsetzen. Weil das ganze Ausrüsten etc., Farmen und sowas, mache ich dann, denke ich mal, alles komplett offscreen. Es lohnt sich sonst einfach nicht. Verstanden. Ja. Okay. Wir haben es überlebt. Top, gute Arbeit. Teamarbeit war ziemlich gut. Ja, wirklich, es war unglaublich mit anzusehen, wie Kirito sich bei Asunas Zeichen in den Angriff gestürzt hat. Ach ja, apropos, sie sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil ich habe jetzt ein bisschen mehr Ausrüstung. Aha, danke. Die GGO-Version unseres Wechselangriffs. Wie habt ihr so perfekt synchron bleiben können? Ist das, weil ihr euch liebt? Was hast du gesagt? Du nimmst kein Blatt vor dem Mund, was? Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Wir kämpfen schon sehr lange Seite an Seite. Wir wissen, dass wir einander vertrauen können. Wir können in der Hitze des Gefechts praktisch die Gedanken des anderen lesen und das ist wohl der Grund, warum wir so abgestimmt handeln. Vertrauen. Sun hat recht. Im Verlauf all unserer Kämpfe hat sich bei uns eine starke innere Verbindung herausgebildet. Vertrauen, innere Verbindung, ich verstehe. Unsere Verbindung wird enger, hoffe ich. Ja. Ist das anders als miteinander auskommen? Gut, miteinander auszukommen ist wichtig, aber das ist nur ein Teil davon. Meister, ich will eine innere Verbindung mit dir. Bitte gib mir eine innere Verbindung. Natürlich. Das ist eigentlich nichts, worum man bitten und was man erhalten kann. Warte, ich glaube, ich weiß, wie ich es dir erklären kann. Mal sehen, wo habe ich es? Ah, hier. Das ist eine Ankündigung für das nächste PvP-Event, nicht? Dort muss man sich mit einem Partner anmelden. Genau, ein Wechselturnier. Wir überlegen, daran teilzunehmen. Ich will auch mehr machen. Dann will ich das auch. Meisenmeister und ich werden an diesem Turnier teilnehmen und eine innere Verbindung erhalten. Huch, da habe ich wohl gerade die Konkurrenz zum Mitmachen eingeladen. Ich glaube, das hast du. Diese Entscheidung wirst du womöglich bereuen. Das glaube ich nicht. Aber wir werden um die Chance kämpfen, gegen euch anzutreten. Und ich hoffe, wir beide werden erfolgreich sein. Meister, Feind gerade voraus. Sie haben uns noch nicht bemerkt, aber sie kommen uns entgegen. Wir haben keine Fluchtvektoren. Ich glaube, wir können sie erledigen, wenn wir zusammenarbeiten. Bam, bam, bam. Gerade wieder abgestürzt hier irgendwie, Elgato. So gut funktioniert die letzten Stunden. Warten wir kurz und beobachten. Was? Warum? Das ist unsere Chance. Wir könnten bei unserem ersten Spiel einen leichten Sieg erringen. Warum sollten wir nicht angreifen? What the fuck? Ja! Wir geraten unter Feuer aus der anderen Richtung. Hat dieses feindliche Spiel einen Partner oder so? Look. Uff, sieht so aus, als wären wir da gerade nochmal heil rausgekommen. Tut mir leid, Meister. Diese versteckte Gegner haben es wahrscheinlich gefunden, weil ich so laut war. Du hast recht, ein Spieler haben sie gut sichtbar draußen gelassen, in der Hoffnung, uns beide herauszulocken. Und als wir dann rausgestürzt sind, ist der zweite Spieler aus seinem Versteck gekommen und hat angefangen zu schießen. Denn eindeutig eine Strategie. So hilft's. Hey Leute, wir haben euren ersten Kampf auf dem Monitor gesehen. Glückwunsch. Leute, was ist denn? Ihr seht ganz schön niedergeschlagen aus dafür, dass ihr gerade einen Kampf gewonnen habt. Ich hab gar nichts gemacht. Ist etwas passiert? Ja, um ehrlich zu sein,
Ah, ich verstehe. Ja, das war für einen ersten Kampf ganz schön beängstigend. Also fandest du auch, dass es gefährlich aussah? Komm schon, Kirito, du sollst sie doch ermutigen. Ach ja, tut mir leid. Bist du unglücklich, weil du darauf reingefallen bist, Rei? Naja, schon, aber eigentlich mache ich bei diesem Turnier mit, um herauszufinden, was für eine innere Verbindung es ist. Und jetzt falle ich wie ein Dummkopf auf die Fallen unserer Gegner herein. Wie soll ich all die Kämpfe durchfechten, die für eine innere Verbindung nötig sind, wenn ich nicht mal die grundlegendsten Strategien des Gegners durchschauen kann? So bekomme ich nicht nur nie eine innere Verbindung, ich bringe auch noch meinen Meister in Gefahr. Ja, innere Verbindungen und Freundschaften brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Aber es wird immer Leute geben, mit denen man einfach nicht klarkommt, wie lange du dich auch mit ihnen abgibst. Aha. Ich meine, Zeit und Erfahrung allein sind nicht genug, um eine innere Verbindung herzustellen. Soll man denn dann einen je eine hinkriegen? Ich kann's dir zeigen. Ich weiß nicht, ob meine Worte allein dich da weiterbringen würden. Ich glaube, wenn du weiterkämpfst, wirst du es schon herauskriegen. Wenn du das sagst. Suche nicht zu viel darüber nachzudenken. Wenn du dich auf den anstehenden Kampf nicht konzentrieren kannst, ist die Mühe sowieso vergebens. Okay. Kopf hoch, Sassnerin. Standenmeister. Kann ich dir jetzt endlich Geld geben? Womöglich nicht. Dann haben sie gerade ihren zweiten Kampf gewonnen. Das freut mich. Bei allerdings ist mir aufgefallen, dass sich Ray nicht so gut bewegt hat, trotz unseres Rates nicht allzu viel zu grübeln. Das ist mir auch aufgefallen. Ray will ihre Meister unterstützen, aber ihr Meister bittet nicht um Unterstützung. Ich glaube, Rays Meister wäre es lieber, sie würden gleichberechtigt kämpfen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ray ist aber total auf die eigene Rolle konzentriert oder vielmehr die Rolle, die Ray glaubt, spielen zu müssen. Alte Gewohnheiten sterben wohl nicht so leicht. Das kannst du laut sagen. Ray macht ja auch eigentlich nichts falsch. Ich hatte nur gehofft, dass diese Kämpfe eine gute Gelegenheit für die beiden wären, ihre Teamarbeit zu verbessern. Ich weiß, was du meinst. Oh, Kirito, die Gegnerzuteilung für die dritte Runde wurde gerade verkündigt. Oha! Solange wie wir gewinnen und sie auch, war es ja unvermeidlich, dass sich unsere Wege irgendwann kreuzen würden. Aber wer hätte gedacht, dass wir jetzt schon gegeneinander antreten? Darüber hatte ich mir schon Gedanken gemacht. Auch wenn wir sie eingeladen haben, an diesem Wettkampf teilzunehmen, möchte ich gerne etwas für sie tun. Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Meister, wir haben jetzt schon einen Kampf gegen Kirito und Asuna. Sie werden schwer zu schlagen sein, aber wir können nicht einfach aufgeben. Da seid ihr ja, Kirito, Asuna. Wir werden euch nicht schonen, das wisst ihr, oder? Würde ich auch gar nicht wollen. Dann macht euch auf was gefasst. Roar! Sag ich mal echt die Frage, darf ich eigentlich auch selber kämpfen oder muss ich jetzt echt nur vorlesen die ganze Zeit? Huch! Wow, die beiden sind genauso stark, wie ich erwartet hatte. Verglichen mit ihnen waren die Teams in der ersten und zweiten Runde ein Kinderspiel. Alles in Ordnung, Meister? Was, aber ich habe doch die Pflicht, dich zu beschützen, Meister. Das ist meine wichtigste Mission. Ja, das ist keine Einbahnstraße. Was? Hier, also versteckt ihr euch. Seid ihr bereit? Wir sitzen in Klemme, Meister. Wir müssen einander beschützen, Meister. Na gut, ich verstehe. Ich gebe dir Rückendeckung, Meister. Wir kommen. Irks. Seid besser, als wir dachten. Wir haben sie in die Enge getrieben, Meister. Wir können sie erledigen. Allerdings fühle ich mich etwas mies, wenn ich das sage. Schinde noch ein paar Sekunden, damit ich meine Spezialfähigkeit einsetzen kann. Lass das nur mir. Verstanden. Uff, ihr habt uns erwischt. Seid einfach ein viel zu gutes Team. Leute. Ja, und ihr wart auch total aufeinander abgestimmt. Ich konnte die enge Verbindung spüren, die zwischen euch beiden besteht. Wartet mal, ihr beiden habt doch nichts. Haben nicht was. Schon gut, nicht wichtig. Naja, du hast ja ohnehin ein wichtigeres zu denken. In der nächsten Runde geht es um die Meisterschaft. Oh ja, du hast recht.
Kann er echt nicht selber kämpfen? Mann! Ich hab Lust auf eine neue Frisur. Na gut, wenn's sein muss. Hallo Meister, wie fühlst du dich heute? Mir geht es großartig. Dank des Teils, das du gefunden hast, habe ich eine neue Funktion freigeschalten. Okay. Guthaben prüfen. Das ist noch gar nichts. Warnes einstellen. Wie soll ich das Geld investieren, Meister? Ein höheres Risiko bedeutet größere potenzielle Gewinne. Machen wir mal fette Money hier. Warte mal, ich kaufe keine teuren Gegenstände. Sehen Sie auch. Kannst du alles einstellen. Prüfe mein Taschengeld beim Einkaufen und achte darauf, ungefähr die Hälfte davon zu behalten. Wenn ich etwas Schönes sehe, zögere ich nicht, es zu kaufen. Was ich in Credits habe, gebe ich aus. Hier, Money, 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 Money. Haus raus. Welche Art Gegenstände soll ich kaufen? Waffen. Diese Einstellungen werden wirksam, nachdem du 3 Quests abgeschlossen hast. Taschengeld. Meister, ist es mein Taschengeld? Natürlich. Ich bin ein guter Meister. So. Passt's. Ich bin wie so ein Zuhälter. So, Gucken, was haben wir denn so? Boah. Muss ich jetzt sowieso erstmal ins Labor. Ja, ich habe jetzt auch neue Waffen und so, also. Bam, werdet ihr gleich vor in Action sehen. Hätte mich einfach Zuhälter nennen sollen. Ich fühle mich echt wie so ein Zuhälter in diesem Spiel. Ich möchte Taschengeld, oh, du bist ein Supermeister. Ich möchte eine innere Verbindung. Oh, ich will eine neue Frisur. Ach nö, da gibt's noch so viele Gesprächsoptionen. Ich komme nie zur Action. Naja, auch ich habe eine Brille jetzt. Also gut, heute bleiben nur noch 2 Sachen zu kaufen. Korea, das gibt es nur in dem Laden auf der anderen Straßenseite. Oh Mann, du hast recht, dann ist es wohl da drüben. Hey Ray, ich kann dich auf einen kleinen Botengang schicken. Inzwischen besorgen wir diesen Gegenstand. Kein Problem. Prima, dann lossehen. War es da drüben? Stehst immer noch im gleichen Fleck, Bitch. Nein, es ist in der nächsten Straße. Warum bist du so still? Oh, ach ja, Aber, übrigens, ich,
komme an deinem Haus vorbei. Im richtigen Leben, meine ich. Ich habe demnächst dort in der Nähe etwas zu erledigen. Also ich meine, wenn du nicht beschäftigt bist oder so, vielleicht könnten wir uns im echten Leben mal treffen. Stimmt. Weiß, im Spiel sehen wir uns dauernd, aber wir haben uns im richtigen Leben schon lange nicht mehr getroffen. Also, ach, ich wollte einfach mal fragen. Kuriermeister, Hilfe! Was ist denn los? Ich habe vor dem Laden eine verdächtig aussehende Maschine gesehen. Ich habe Fotos gemacht, damit du es dir selbst ansehen kannst. Was für eine seltsame Maschine. Lass mich mal sehen. Die hier. Ah, ein Spielzeugautomat. Ha, das ruft Erinnerung wach. Früher gab es die in jedem Laden. Ach, wirklich? Ja, und du und ich haben als Kinder die ganze Zeit mit den Dingen gespielt, weißt du noch? Wirklich? Das hatte ich selbst was vergessen, aber das kannst du mir nicht verdenken. Kannst du dich selbst und meinen Meister? Oh ja, wir haben dauernd zusammen gespielt, als wir noch kleiner waren. Wir haben ganz nahe beieinander gewohnt. Wir haben diese kleinen Kapseln gekauft und die Spielzeuge darin gesammelt. Du hast immer die unwichtigen Figuren bekommen, nicht sehen, obwohl du bei allem anderen immer das meiste Glück hattest. Manchmal bist du darüber beinahe in Tränen ausgebrochen. Gar nicht? Aha, das klingt wundervoll. Und was hast du dann gemacht? Naja, dann haben wir eben getauscht. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich sehe das Strahlen auf deinem schnollerbedeckten Gesicht noch vor mir. Klingt, als wärt ihr richtig gute Freunde gewesen. Wirklich? Ich würde gerne mehr Geschichten von früher hören. Klar, was möchtest du denn wissen? Ich will ja noch mehr Gesprächsoptionen. Würde ich die noch wissen und außerdem müssen wir noch einkaufen. Na los, gehen wir. Alles okay? Also das Spiel ist echt mehr Visual Novel als ein RPG. Mann. Schön, damit wären wir mit dem Einkaufen wohl für heute durch. Du hattest schon mein ganzes Taschengeld rausgehauen. Ich glaube, heute waren wir lang genug online. Ach, darf ich noch eine Frage stellen, bevor ihr geht? Es geht um das, was du vorhin gesagt hast. Meinst du, als wir noch klein waren? Nee. Du meinst unsere gemeinsamen Spiele? Genau. Es gibt nichts weiter zu erzählen. Ich habe doch gesagt, den Rest habe ich vergessen. Das ist, verstehe ich ja, aber ich will wirklich nur eine einzige kleine winzige Frage stellen. Als Kinder wart ihr unzertrennlich, richtig? Naja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber... Es hat euch also auseinandergebracht. Du sagst es, dass ihr euch hier in GGO wieder getroffen habt. Ach, das willst du wissen. Habt ihr euch gestritten? Nein, das war es nicht. Ja, Kurier ist weggezogen. Ja, wir mussten umziehen. Dafür gab es eine Menge Gründe. Arbeit meiner Eltern, die Schule für meine Schwester, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir das Haus nur gemietet hatten. Sowas eben. Du hast eine Schwester? Ja, und eine ganz schön schlaue noch dazu. Unter anderem sind wir auch deswegen umgezogen, damit sie sich besser auf die Schule konzentrieren konnte. 18. Du erinnerst dich an diese alte Geschichte nicht, Zane? Sie bezeichnen sie quasi als Genie. Schon damals wusste ich, dass wir umziehen mussten. Das glaube ich auch heute noch. Aber damals war ich am Boden zerstört. Ich hatte Angst, was mich an dem neuen Wohnort erwarten würde und musste meine Freunde zurücklassen. Ich weiß im Grunde, dass es nicht die Schuld meiner Schwester war, aber... Wir sind immer noch weh, darüber nachzudenken? Ah, das hättest du wohl gern. Komm, spielen wir mit ein paar Kapselspielzeug, nachdem wir jetzt den ganzen Einkauf erledigt haben. Moment mal, was ist mit Ausloggen? Ich habe meine Meinung eben geändert. Das wird eine nette Abwechslung. Du musst dabei sein. Boah! Oh, noch eine Gesprächsoption. Hey. Julian, hast du das sagen, du hilfst ihm beim Sammeln von Outfit-Designs, stimmt das? Bin auch auf der Jagd nach Outfit-Designs, man bekommt sie als Belohnung bei Jagd- und Schatzsuche-Quests. Vielen Dank für deine Hilfe, lass dich mal knuddeln. Kleiner Gigolo und wieder Boing! Na, hat sich das nicht gut angefühlt? Oh yeah! Jetzt lass mich nochmal erklären, wie das mit den Outfit-Designs funktioniert.
Kann ich dir genau sagen. Hast du erwischt, Kleiner? Dann kann ich gerade versuchen, eine Fliege zu fangen. Wenn du ein Outfit-Design findest, gib es Asuna. Das hatte ich doch, hab ich doch schon durch mit ihr. Dann sind wir die Outfit-Design-Jäger. Klingt das nicht cool? Mega. Shopping Queen. Also viel Glück da draußen. Oh, noch eine Gesprächsoption. Was willst du jetzt von mir? Glaubst du, Spezialgegner sind wirklich so tough? Ja, ganz normale Gegner, würde ich sagen. Wie stark glaubst du wohl? Mir juckt es in den Fingern, gegen einen zu kämpfen. Wette, ich würde im Rang aufsteigen, wenn ich einen wirklich starken Spezialgegner besiegen könnte. Willst du mal einen bekämpfen? Hast du doch gerade gesagt. Gefällt mir, wie du denkst. Tun wir's. Eure Erkundung der Welt von GGO werdet ihr gelegentlich auf besonders schwere Gegner treffen, die als Spezialgegner bezeichnet werden. Ihr dürft sie jederzeit angreifen, doch wenn der Levelunterschied zwischen deiner Gruppe und dem Gegner zu hoch ist, könnte dies euer aller Ende bedeuten. Ihr solltet euch also nur in Kämpfe stürzen, für die ihr wirklich bereit seid. Als PvE-Mannschaft könnt ihr euch Quests mit verlockenden Belohnungen zur Bezwingung von Spezialgegnern annehmen. Ja, jetzt gucke ich mal, ob da noch Quests sind. Dann beende ich erstmal diese Folge, glaube ich. In der nächsten Folge hoffentlich Action. Ich will Action. Yeah. Zu viele Gesprächsoptionen in diesem Spiel. Keine Action, yeah. Ich möchte doch nur Action in diesem Spiel. Warum gibst du mir keine Action in diesem Spiel? Oh, Gigi ist neuer Spitzenbot. Yee. Oh, 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 oh. Yay, hat's nix. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Action in diesem Spiel. Keine Gesprächsoptionen mehr. Da, 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 da. Oh, yeah.